Herzlich willkommen bei Anno 1800. Es geht weiter mit meinem kleinen Städtchenbau. Und wir wollen in dieser Folge schon mal anfangen, mal schon mal den Schienensystem schon mal hinklatschen. Und schon mal gucken, wie ich am besten die Schienen hinbauen kann. So. Wir haben einen Vorteil. Hier gibt es erstmal hier keinen Bergbau. Das ist schon mal ganz gut. Und Gold ist hier ein bisschen verteilt. Ah, okay. Hier ist ein kleines Goldvorkommen. Und da oben. Kann ich schon mal grob schon mal die Goldminen schon mal hier ins Zimmer schon mal. So. Ist auch schon mal sicher. So. Ich möchte jetzt nochmal sagen, diesen Platz extrem nicht verschwenden. Das heißt, nicht so komische Schienen bauen. Ich versuche wie die Schienen möglich hier nahe eine Küste zusammen zu bauen, aber die restliche Schienen muss ich irgendwie ganz komisch verlegen, um den maximalen Platzverbrauch von der Insel hier nicht zu verschwenden. Deswegen, so. Wir fangen schon mal an, schon mal grob die Häuser hingesetzt. Ich will mal das System hier mal zu Ende bringen. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Der Druck im Kessel. So, kommst du bitte mal hier hin. So viel Holz habe ich leider nicht mehr aufs Lager. Weil meine Insel mit Holzfäller kommt gerade nicht so mit den Produktionen her mit dem Holz. So. Deswegen muss ich mal ein bisschen warten mit dem Häuserbau. Ich möchte erstmal die Schienen verlegen. Ich glaube, das ist erstmal hilfreicher. Dann weiß ich ja, wo grob ich die restliche Farben und Kohle vernünftig hinklatschen kann. So. Immer weiter. Diesen Bereich lasse ich noch ein bisschen offen lieber. Weil da will ich gerne die Schienen hier nochmal drüber schauen. Oh, pünktlich auf die. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. So. Ist mir schon klar, die Damen dann ein bisschen unzufrieden werden. So, eine Kirche. Eine Boxer. Boxer kommt ein bisschen hin. Wir sagen, hier wird das hin, mal hinbauen. So. Dann hier will ich noch die letzten Häuser hinbauen. Und danach wird es erstmal reichen, erstmal für den Probeanfang. Wenn ich weiß, wie besser ich schon einen optimalen Weg habe für die Schienen, das ist schon mal alles gut. Frachtschiff steht bereit! So. Hier ist ein Goldanschluss, das heißt, ich brauche erstmal Anschluss für den Warenhaus. Also das heißt, hier ist meine Straße quatschen. Diesen Bereich wird ein bisschen schwierig. Ich denke mal, hier versuche ich irgendwie möglich viel mit Felder irgendwie auch so irgendwie hinzukommen. Aber ich denke mal, da wird schon ein bisschen etwas schwieriger, dass die passende Lösung zu finden. So. Okay, das hätte dann so funktioniert. So. Die Schienen, sag mal, die Schienen würde ich auch so hier so lang verlegen. So. Spielstand gespeichert. Alles klar. So, das ist schon mal verlegt. Das ist schon mal super. Im Bereich kann ich halt so nicht so wirklich verwenden, aber ich kann hier einen Beiwerber rein. Und bauen das ist schon mal mehr hilfreicher. So. Jetzt kommt das große Thema, die Schienenverlegung. Ich und mein Schienenbau, das ist mir auch ein bisschen bescheiden. Bescheiden hingezimmert. So. So. So, wie soll ich die Kämme? Okay. Rücken.
unendlich viel Platz verschwenden. Hier würde ich hier die beiden Schienen hinbauen. So, ist das schon mal geregelt. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. So. Na, immer annehmen. Kann ich immer gucken, was es ist. Was ist jetzt schon wieder los? Mann, ey, das sind wirklich so Abteile, die haben Nerven. Was für. Hoch hier. Und die Produktion mit Hochräder einfach nicht Wir haben mehr. Die Kapazitäten. Gucken, Rohstoffe, erstmal Rohstoffe. Kautschuk. Kautschuk geht auch ein bisschen am so im Keller. Hochräder sind voll. Ei. Welche Route ist es mit den Hochräder? Habe ich nur eine Linie? Mal gucken. Hochräder. Ja, nur eine Linie, okay. Das ist ja, dann ist es klar. Dann brauche ich einen Frachter nur für Hochräder. Es empfiehlt sich. Bus 13, okay. Hochräder, sag mal, wenn der Lager voll ist, dann passiert nichts mehr. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Was? Sehr großzügige Bedingungen. Dein Vorschlag ist ungerecht. Sag nicht ich, sagen meine Berater. Okay. Toll! Wenn du mal Probleme hast, versuche ich dasselbe für dich zu tun. Also, so wie ich erstmal mit erstmal Krieger habe ich erstmal persönlich erstmal keinen Bock erstmal. So. Mal hier mal ein bisschen weiter basteln. Mehr so. Druck im Kessel. Gehen wir mal zurück zur alten Welt hin. Wieder. So, jetzt kommt so eine kleine andere Sache. Oh, ein bisschen strecken. Ich habe nochmal Anfang der Woche habe ich so kleine Pekekchen bekommen. Und. Ja, ich war eigentlich, wo ich das Ding aufgemacht habe, war ich eigentlich ziemlich ernüchtert. Das hat mir persönlich erstmal nicht wirklich gefallen, was da drin war. Mit solchen Kapriolen habe ich damals angefangen. Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Mal gucken, wo ist der Auftrag? Zehn Glühbirnen und 10 Segel? Wo soll ich die denn wegholen? Der Frachter ist unterwegs, das ist ja kein Problem. Alles bereit. Das ist ja kein Problem. Aber durch das wird mein Ruf besser bei Ihnen. So, ich bin zurück. Ich habe mir, kann man sagen, eine Dings geholt. Spielstand gespeichert. Ich habe mir so, kann man sagen, ein CD gekauft und was da drinne war. CD war drinne, aber Co. Gehe gleich in Detail gleich genauer ein. Ich mich jetzt mal hier. Optische Verschönerung. Museum könnte ich hier machen, aber will ich mal nicht. Können sie hier schöner machen. Ein paar Häuser. Und was? Möchte ich hier ein bisschen hübscher. So, hier passen keine Dinger hin. Immer hübsch machen. So. Das Ding ist hier. Oder nein, das will ich nicht.
hier ein bisschen schöner. So, schön Bauart. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Mal gucken, wie das mir wird. Ach komm jetzt hier. Dieses Umfeld ist derivativ. Ja, dann muss ich mir einen Frachter kaufen. Okay, ich habe nicht nur warmes Kopf, das ist das Problem. Okay, dann muss ich mir einen Frachter zulegen. Viscount Guffington. Neue Befehle? So, du ladest erstmal hier nur Hochräder rein. Der Lager ist komplett Ihr Schiff voll. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mal hier, zack, zack, zack. Mal gucken, Brillen, glaube ich, Brillen brauchen hier extrem nicht viel. Brillen ist voll. Ach du Kacke. Das ist ja merkwürdig. Warum, die keine Warum wird nicht hin und wieder ein Bankett veranstaltet? Das ist voll? Nur einen weiteren Fabrik hingebaut und das reicht? Oh Gottchen. Zigarne, okay, Zigarne ist eine Sache. Kaffee ist das Problem. Hochräder wird, glaube ich, gleich wieder anlaufen. Gold. Press nur Uhren und Kaffee und Schokolade und Schmuck. Das ist so was, was man bis am Haken ist, immer ein bisschen. Aber sonst läuft das. Wie sieht mit viel Öl aus? Okay, Öl ist immer leer. Nein, der Lager muss ja aber jetzt hier voll sein. Ja, Tanker bereit. Ich finde schade, irgendwie hier das Die Menschen ist. Lassen sie hoch. Ich finde es aber ein bisschen schade, in diesem Bereich einfach nicht weiteren Hafenbereich nicht erweitern können. Ja, eigentlich müssen wir ja schade. Kein Platz mehr frei. So, Hochräder kommen jetzt langsam rein. Strom. Gucken. Strommäßig. Joa. Nicht weniger als uns zust. So. Wo sagen, Jungs, hier ist die Bank. So. Das heißt, mal kann man sagen, diesen Bereich erstmal über ist halbwegs über Strom. Okay, außer über diesen kleinen Schienen, das wird etwas weniger. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja gut. Ach, hier und bei mir, das ist gut. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Habe ich nicht noch eine Feuerwaffe? Spielstand gespeichert. Hallo. Ein Feuer ist ausgebrochen. Kann man sagen, mit einer Raffinerie kommt das alles ganz gut hinterher. So, wir sagen hier, welche, glaube ich, wird hier eh nicht Wir kümmern uns hier um alles. Gut, dann sehe ich mal nach. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Abstellen, weil hier will ich großartig irgendwie nicht viel weiter bauen. Das heißt, ich bin soweit hier erstmal durch. So. Ölmäßig, ich sag mal, ich brauche das Öl für dieses Kraftwerk. Soweit bin ich hier, kann man sagen, durch. So. Gleich zurück zu meinem kleinen Thema. So. Um ist ja, kann man sagen, überall dran ist das einzige Problem, ist wirklich nur der Kaffee und was mir an, wirklich was zu bringen. Das gleichzeitig. Mir geht langsam das Zink aus, das ist gleich mir eher nicht so gut. Weil vorher hatte ich alles auf Massen, jetzt. Von mir aus freigegeben. Diese Zufriedenheit. Keine Änderung? Wirklich? Zink ist es mir leer, das Keine ist nicht Änderung? Sehr schlecht, weil die brauchen Zink. Wo habe ich denn so mal. Hier ist eine Zinkherstellung. Hier habe ich dreimal Zink, das ist schon mal ganz gut. Hier ist kein Zink. Das auch nicht.
Und hier ist nur das, okay. Nur hier oben ist 3x10. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich brauche erstmal ein bisschen mit Zink. Und die Menschen lassen sie hochleben. Das ist schon mal ein 3x10. Hier ist Kohle. So. Ölraffinerie brauche ich jetzt mal nicht. Was brauchen die Dinger? Ach du Scheiße, das ganze Material so. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist schon mal gut zu wissen. Boah, ich krieg langsam eine Waffe. Meine Analyse fällt positiv aus. Nur der Dreck Kaffee. Ich hab doch schon so viele Schiffe mit Kaffee hingezimmern werden. Der kompletten Frachter voll mit Kaffee. Das ist unnormal, was die von Kaffee schlucken. Das ist ja nicht und niemals abends nicht mal feierlich. Kaffee ist ja. Ich glaube, ich brauche echt noch mehrere Linien, wo ich Kaffee herstellen kann. Ja, fast gar nicht mehr. So, ja, wie gesagt, ich komme langsam wieder ein Thema weg. Ich habe mir, kann man sagen, von einem Publisher, wie gesagt, am Anfang des Videos gesagt, ich habe eine CD gekauft. Und die CD, was da drin war, ja, war nicht schlecht alles, aber ich kenne ja schon mal andere Videos, ich bin, kann man sagen, ich bin mit Anime groß geworden und Co. Und ich, eine besondere Serie hat mir extrem gut angetan. Und ich weiß nicht, aber es ist ein, viele mögen das was nicht, aber ich finde die Serie einfach nicht schlecht. Und die Serie nennt sich ich weiß nicht, wie ich das versehentlich, ich glaube, falsch ausspreche. So, meine englische Aussprache ist meistens immer ziemlich sehr beschränkt, kann man sagen. Nennt sich Tanya Elif und die Serie habe ich schon angeguckt. Und ich habe mir schon die CD bei einem Zweitanbieter angekauft. Das Problem war, vor den dem Publisher, sag mal, Videos, wo die, ich habe das, glaube ich, so viel von denen habe ich ja nicht. Ich habe mir so einen Sammelschuber gekauft und wo ich das angeguckt habe, ich kann es euch mal zeigen. Ich habe das mal als Bildweise mal reingesetzt, mal in ein Video, nochmal mein Aufnahmeprogramm und die Sammelbox oder Sammelschuber auf gut Deutsch ausgedrückt. Sah erstmal richtig echt nicht schlecht aus und habe ich weiter aufgemacht und es war ziemlich sehr nüchtern gewesen für meinen Geschmack, für den Publisher. Spielstand, wenn man sehen, gespeichert. Sieht man den Publisher, den Logo leider. Und also von denen war auch sehr vieles Gutes zu hören und Co. Alles. Die haben echt schon vieles Serien schon angekündigt und Co. Aber wo ich mir die Sammelschuber gekauft habe, war ziemlich sehr ernüchtert gewesen. Wenn man hier sieht, hier ist mit links ist die CD drinne. Und der rechte Fach, ja, ist ein bisschen leer gewesen. Und für den ganzen, für den Sammelschuber habe ich 41 Euro geblecht. Und mir wurde einfach eine halbe Ware zugekommen, ja. Und der Zweitanbieter, ja, vertritt das, ja. Und nur den geben das mal. Die Publisher geht als die Zweithändler weiter. Und mir hat einfach die Hälfte die Ware gefehlt. Und wirklich, das ist wirklich, ich habe nur die CD und den Heftchen nur drin. Und die restliche Ware, was ein Sammelschuber wirklich viel drin sein sollte, so Aufkleber, Goodies und was weiß ich noch alles, hat mir im Grunde die Hälfte gefehlt auf gut Deutsch. Und ich musste wirklich ziemlich traurig war, leider die Sache zurückschicken, weil mir einfach die Hälfte die Ware gefehlt hat. Und ich fand das ziemlich sehr traurig. Ich habe mich schon drauf gefreut, die Serie wieder auf Fernseher zu gucken und nicht auf dem PC. Aber auf dem Fernseher ist das ganz andere Feeling drauf und weil es schön größer ist. Mir hat einfach die Hälfte der Ware gefehlt. Ich habe ohne Scheiß auch bei denen auch mal versucht anzurufen, mal nachzufragen. Ich
Ich habe keine Antwort. Ich habe nicht mal keine Antwort bekommen. Keine Antwort, so wenig Sinn. Ich habe bei denen überhaupt keine geschafft zu erreichen. Kein. Ich weiß nicht, wo hier kann wirklich keiner da war oder sonst irgendwas. Mir hat. Es war wirklich. Es ist kein Schwein reingegangen. Das fand ich schon bis extrem sauer. Ich war wirklich sauer gewesen. Und selbst ich habe selbst in der Schweiz angerufen. Ohne Witz. Ich habe echt in der Schweiz angerufen, um wieder irgendwie Informationen zu kriegen. Selbst da ist kein Schwein reingegangen. Ich war so sauer gewesen. Ich habe da extra den, wo ich das bestellt habe, bei denen angerufen und aber ich musste es leider zurückschicken. Wenn sie das nächste Mal einen Waren, kann man sagen, wieder Ware bekommen haben wieder, würde ich das mal in den Preis, aber ich muss es zurückgeben. Die haben den Preis mir jetzt stattgegeben. Da wirklich einen Tag gehabt, aufgemacht. Ich habe gesehen, Hälfte Ware fehlt mir. Ein Sammelschuber ist wirklich mehr Goodies drin. Ich habe ja so ein, wenn man von Warship die Abschiffe kennt, ich habe ja von der Serie diese großen Edition Paket, ja, da sind wirklich kleine Mini-Poster, Aufkleber und Co. da drin, hat auch sehr viel Geld gekostet, war aber 4 CDs drin und war ein bisschen mehr Inhalte drin und da bei mir war es wirklich gar nichts drin gewesen und ich habe wirklich gesagt 41 Euro bezahlt, oder ich glaube 41 bis zwischen 40 Euro und mit den, was ich da habe, ja, hätte ich einfach die normale CD gekauft, hätte ich glaube CD und in Heftchen auch drin gehabt, hätte ich viel weniger bezahlen müssen und das war das ziemlich sehr traurig, fand ich das ein bisschen. Mir, es kann sein, die das vergessen haben, dass sie wieder ein Paket irgendwie da einzufügen. Aber Gründe, ich weiß nicht, wo das Problem lag. Es kann sein, die Mitarbeiter das vergessen haben, irgendwie das irgendwie bei mir einzufügen. Wie gesagt, ich habe nur die CD bekommen und die restliche Fach war mal bei mir leer gewesen. Und ich musste das ganze Paket zurückschicken. Das hat wie sowas von Seele wehgetan. Ich war so sauer gewesen. Ich habe versucht, wirklich da einzurufen, irgendwie da Informationen zu kriegen. Da ist keiner dran gegangen. Und ich habe wirklich um 11 Uhr, um kurz vor 12 Uhr angerufen, wo um 12 ist meistens so die um die Drehmittagszeit ist. Ich habe da keine eine Stöppe gekriegt, gar nichts. Und ich fand es ziemlich sehr traurig für ein Unternehmen. Und nicht mal, wenn keine drei, irgendwie, noch nicht mal ein Telefon noch nicht mal dran geht, irgendwie da irgendwie umleitet zu anderen Mitarbeitern auch. Ich habe echt keine Typen von denen irgendwie Strippe bekommen. Das fand ich einfach nur. Ich war echt einfach nur noch sauer gewesen. Und ich musste es echt zurückschicken. Das fand ich einfach nur. Das für mich war es einfach nur ein bisschen bitter gewesen. Das war so meine Ende der Woche gewesen. Ich fand es einfach nur scheiße. Ein Haare, halbe Ware. Die haben mir das Geld wieder zusammen ein bisschen wieder zurückgestattet. Und ich muss warten, bis die nächste Lieferung von denen bei mir immer antrudelt. Ich fand die Serie echt nicht schlecht. Ich habe Anime hat mir auch welche schöne kleine Figürchen auch schon gekauft. Die erste Figürchen kriege ich erstmal, wenn ich Glück habe, Anfang, nächste Woche erst. Aber von den Serie, das war wirklich ein Sammelschuber. Und der Inhalt, was ich da drin habe. Ich weiß auch nicht, das war einfach so bitter Geschmack einfach nur. Ich habe mich schon drauf gefreut, Spielstand die Serie einzugucken und wir wissen, welche Goodies drin war. Wo ich da angerufen habe, hat sich herausgestellt, das wäre noch mehr Inhalte drin gewesen. Aber die Inhalte habe ich leider echt nicht bekommen und das fand ich einfach nur ein bisschen traurig. Es kann sein, dass bei mir einfach vergessen haben, die bei mir in der Ware mir einzufügen. Es kann alles passieren. Es kann sein, die mir das einfach vergessen haben. Weiß man ja meistens ja nie, ja. Und deswegen, das war so die Woche, wo es einfach bei mir ein bisschen extrem Shit lief. Deswegen. Das war so der Zeitpunkt, wo ich wirklich extrem sauer war auch. Deswegen so. Okay, ich habe keinen Stall mehr. Das ist gerade ziemlich unpassend. Ah ja, ich habe meinen Auftrag noch. Alte Bild. Mein Frachter. Wenn es so einfach wäre, hätte ich es ja auch selbst machen können. Scheiße. Ich hab's vergessen. Sorry, war nicht so mein. Ich hab's vergessen. Ich hab's echt. Nein. Shit. Fuck. Das ist ein bisschen bekackt. Und das war so die. Ja, kann man sagen, die Woche echt bei mir echt. Das war alles die letzte bereit. Urlaubswoche, sondern die letzten Tage, wo es einfach nur beschissen war. Jetzt habe ich echt überhaupt nicht mehr. Schade. Da. Habe ich noch Holz, habe ich noch auf Lager? Ja, bisher noch nicht so viel.
Das war so, kann man sagen, der Ende von meinem Urlaub gewesen. Ich habe schon auf die CD gefreut. Und wie gesagt, ich finde die Serie echt nicht schlecht. Hier fehlen die Rohstoffe. Sollen wir noch mehr Häuser bauen? Neue Befehle! So, ich brauche mehr Stahlträger. Stahl. So. So. Ich brauche ein bisschen Zink. Kohle und das habe ich auch alles auf diese Insel. Ich möchte überall irgendwie hier Öl oder Dings Zink zu klatschen. Nee. Was sind Zink? Nee, ich bin so in den Keller. Glühfaden gibt mir auch ein bisschen Keller. Glühfaden brauche ich hauptsächlich nur Kohle, nur stimmt Kohle, aber dafür Arbeitskraft. Arbeitskraft brauche ich dafür. Wie schön in dieser Zeit zu leben. So. Okay, ich muss hier wieder ein paar Bauern oder mal von Arbeitskraft wieder aufsteigen lassen. Zum Glück habe ich hier ein bisschen was auf Lager. Weil hier die Strom ist, will ich die auch noch aufstellen. Die fällt okay. Das zeige ich dir Unikommen, weil ich ihn in mir gezimmert habe. Oh! Unikommen hier und kommen hier hinten und hinterbereichen nicht mehr. Okay, das heißt, ein Teil bleibt klar ein bisschen ungebildet. So, aber ist okay, Arbeitskraft steigt schon wieder. Das ist gut. So, und das war wirklich, was mir diese Woche mir will, zu Schluss mir echt alles vermiest hat. Bereit für den Einsatz. Ich bin wenigstens ein bisschen noch Ziegelsteine reinklatschen. Das war wirklich, wo alles nur einfach nur Schitte lief. Und deswegen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die Feierlichkeiten sind beendet. Das war, wie gesagt, das war die wirklich die einzige hat sich verringert. Woche, wo es mir einfach nur, dass wir einzeln Kacke war. Deswegen. Wie gesagt, der Publisher, der hat echt schon vieles released und Co. alles. Aber da mir wirklich nur ein. Auf ihren ich weiß nicht, wirklich da ein Mitarbeiter vergessen hat. Aber da hat mir eigentlich wirklich die Ware gefehlt. Ich war wirklich traurig, weil ich musste es echt zurückschicken. Das fand ich einfach nur noch kacke. Ja. Ich hoffe, ich kriege das wenigstens den gleichen Paket wieder, aber diesmal mehr Inhalten und nicht mehr weniger. Mal so sagt, habt ihr auch welche Sachen, so große Sammelbox gekauft? Habt ihr auch halbe Ware bekommen oder sonst irgendwas? Schreibt mal so einen Kommentar. Ich fand es einfach nur ein bisschen schade von den Publisher, echt. Wie gesagt, es kann sein, derjenige Person vergessen hat, irgendwie das irgendwie reinzuklatschen. Es gibt auch so wie ich keine Informationen, was als diesen Sammelschub als drin sein sollte. Ich habe geguckt, selbst auf die Seite. Scheint wirklich keine Information, was da drin sein sollte alles. Und wie gesagt, ich hätte auch das normale CD kaufen können. Ich hätte wahrscheinlich Ihr Schiff ist von der günstiger bekommen. Zurückgekehrt. Und ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt das günstiger bekommen. Ich hätte das normale CD, hätte ich auch gleich die CD und die Session, hätte ich auch drin wäre. Aber mir einfach nur eine halbe Ware rüber zu schicken, ich weiß nicht. Also ich fand es ein bisschen eher traurig und nüchtern ein bisschen. Es kann sein, wirklich, dass vergessen wurde oder sonst irgendwas. Ich weiß es leider nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Aber ich hoffe, die Ware, was ich bald wieder bekommen könnte,
kriege ich hoffentlich bald wieder. Naja. Wir sagen, wünsche euch noch schönen Tag, noch schönen Abend. Und wie gesagt, schreibt euren Kommentar, dass es euch auch passiert ist. Ihr habt einen Sammelschuber oder Sammelbox gekauft. Ich habe irgendwie auch versucht, ihn wieder anzurufen. Oder habt ihr angerufen oder hat dafür was Gelems bekommen? Es kann alles passieren, dass die Leute das vergessen haben oder sonst irgendwas. Weiß man ja meistens ja nie. Ich würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag noch und einen schönen Abend noch und das nächste Mal. Ciao, ciao.